Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung unseres Business-Podcasts für Marken und ihre Macherinnen. Ich bin Sibel Brozart, Host dieser Show, und ich hatte neulich die Ehre und das Vergnügen, bei einem VDU Next Event vor Unternehmerinnen und Mitgliedern des VDU Berlin-Brandenburg zum Thema So geht Podcast referieren zu dürfen. Hier in unserem Podcast geht es normalerweise ausschließlich um meine wunderbaren Gäste. Nun durfte ich endlich auch mal was erzählen und habe es, wie es meiner Natur entspricht, direkt als Live-Podcast-Panel konzipiert und den Talk aufgezeichnet. Und dieses Vergnügen möchte ich dir jetzt nicht länger vorenthalten. Wenn du also erfahren möchtest, wie Podcasten geht, du etwas hinter meine Kulissen schauen möchtest und du dich dafür interessierst, wie ich ganz persönlich beim Aufbau meines Podcasts vorgegangen bin, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir steigen direkt ein in den Live-Talk. Ich denke, das ist eine der ersten Hürden, die man hat, daran zu denken, das aufzunehmen und nicht einfach loszureden. Ja, es ist tatsächlich so, dass es auch der, also für mich immer der Nervositätsfaktor Nummer eins ist, funktioniert die Technik, ja, auch wenn man das häufiger macht. Man kann halt den Moment nicht wiederherstellen. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben wir halt Pech gehabt und das wäre schade. Deswegen. Aber ich denke, es funktioniert. Super. Ist dir das schon mal passiert, dass du sagst? Ja, mir ist mal passiert, mit einem Interview ist es mir mal passiert. Gott sei Dank habe ich es gesehen und ich kann ja schneiden. Dann haben wir direkt nochmal, dann sind die Batterien leer gewesen. Und das Problem ist, ich kann euch das Gerät später mal zeigen. Wir gehen da nochmal auf die Technik auch nochmal ausgiebig ein, aber bei dem Gerät, also ihr seht da vorne diese Muschel und das ist auch ein Mikrofon und das ganze Display ist hinten. Das heißt, wenn man so reinredet, sieht man gar nicht, ob das Display an ist oder aus und man sieht nicht, ob es funktioniert oder nicht. Deswegen, genau. So gut, ich fällt mir gerade ein, ich glaube, ich mache das ins Ohr, dann habe ich die Kontrolle. Geht das überhaupt? Dann müsste ich näher ran. Das wird schon so, mache ich das so und dann höre ich oft auch aufzeichnen. Also schon geht. Dann würde ich einfach mal direkt starten. Du hast ja deinen eigenen Podcast. Ja. Das heißt, du hast schon entsprechend Erfahrung mit vor allem dem, was das ist und was es einem bringt und warum du das vielleicht auch gemacht hast. Also vielleicht fangen wir mal damit an. Warum hast du überhaupt gesagt, hey, so ein Podcast, das wäre ja voll cool und voll was für mich. Ja, also ich habe 2018 das Netzwerk gegründet, Women in Fashion Germany, und da geht es darum, Frauen zu unterstützen, die eine Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen. Und das unterstütze ich mit strategischen Maßnahmen und einige davon, also unter anderem gibt es da auch Events, also Coaching-Maßnahmen, Events und so weiter. Und ja, dann kam die Pandemie und in der Pandemie kann man einfach seine Community nicht erreichen. Dann dachte ich, was mache ich denn gerne? Was könnte ich als digitalen Kommunikationskanal wählen? Und das war dann für mich der Podcast. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr direkt mit, am Anfang der Pandemie, habe ich mir einen Mentor geholt und habe mich dann ein halbes Jahr vorbereitet. Und habe das gelernt von der Pike auf und mache das eben bis heute als Independent-Podcast ohne Verlag, also ich mache wirklich alles selber vom Schneiden über Redaktionsplan, über Veröffentlichung, Marketing, alles was dazugehört. Und ich bin jetzt in der dritten, also der vierten Staffel im dritten Jahr mit über 170 Folgen und ich glaube so 36.000 Downloads. Das ist in der Kategorie Business Podcast, bin ich weltweit unter den Top 10%, würde ich jetzt sagen. Das ist schon erstaunlich, vor allem weil die Pandemie hat, glaube ich, bei vielen einen Einschlag gegeben. Das ist dann schon schön, wenn man dann gesagt hat, okay, ich habe hier was und es wurde dann auch zur Leidenschaft. Ja, ich glaube, gewesen wäre, hätte ich das nicht starten können. Wir gehen gleich auch nochmal drauf ein, was es eigentlich in Zeit bedeutet, so einen Podcast aufzubauen, wie viel Zeit man da investieren muss, neben Technik und andere Dinge. Ich glaube, ohne die Pandemie hätte ich das nicht geschafft. Mein Tag war auch vorher sehr voll. Und ich kann euch sagen, also so, ich habe mal so gerechnet, eine Folge, wie viele Stunden Arbeit es ist, und da geht ein ganzer Tag drauf für eine Folge, würde ich sagen, von Anfang bis Ende. Ja, ich hatte einen kleinen Ausflug in die Podcast-Welt und hatte auch das Vergnügen zu schneiden und
ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, dass man dann, das kann man auch rausschneiden, das könnte man drin lassen und dass man sich so unheimlich im Detail verlieren kann, dass das sehr viel Zeit kostet. Ja, das ist ein Tipp Nummer eins, den ich an alle geben kann, die selber Podcast machen können, sich nicht im Detail zu verlieren, sondern einfach mal anfangen und mit einer großen Vision, aber mit kleinen Schritten und einfach zu versuchen und dann sich im Laufe des Prozesses zu verbessern. Und da gibt es immer Potenzial nach oben auch bei mir. Bevor wir weitermachen, Justina, eine kurze Frage. Wer von euch hört Podcasts? Ja, das sind die meisten. Wer von euch macht Podcasts? Henrike. Ja, ich wusste es. Und wer von euch ist Unternehmerin? Wahrscheinlich alle. Okay. Wer ist Solo-Unternehmerin? Und wer ist so mittel bis groß? Mit einigen Mitarbeitern? Okay, also mehr so. Ich frage deswegen, weil ich dann auch inhaltlich so ein bisschen unterschiedliche Sachen vorbereitet habe für euch. Genau. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch zwischendrin einfach. Oh, geht schon los. Ich habe keine Frage, ich habe einen Hinweis für dich. Bitte? Du sitzt gerade so ein bisschen unglücklich in den Fotos. Genau, wenn du dich ein bisschen in die Mitte bewegst, ganz ganz gut. So? So? Ja. Danke. Okay, super, danke. Okay, vielen Dank. Was war dein Startequipment? Was sagst du, oh, das war totaler Fail oder das brauche ich unbedingt für einen Podcast, damit reicht es vollkommen? Also da muss ich einen Schritt vorher anfangen, weil es kommt drauf an, warum möchte ich einen Podcast machen? Was ist meine Zielgruppe, was möchte ich damit erreichen? Und je nachdem gibt es eben unterschiedliche Equipments, es gibt Low Budget, es gibt ganz professionelle Sachen. Möchtest du einen Studio-Quality-Podcast? Möchtest du eher einen authentischen Podcast? Möchtest du was möchtest du damit erreichen? Also da geht schon mal los. Und wer ist deine Zielgruppe? Machst du das Podcast alleine oder machst du den mit Gästen oder ist es ein gemischtes Format? Also gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Lohnt es sich erstmal, sich eine Strategie zu überlegen? Ich kann mich ja mal erzählen, wie meine war, eben zu sagen, okay, ich möchte diesen digitalen Kommunikationskanal für mein Netzwerk. Ich möchte mobil sein und ich möchte alles irgendwie selber erledigen können auf einem hohen Niveau. Also habe ich mich entschieden, das kann ich euch alles zeigen später. Auch nochmal, ich habe hier so einen Koffer und da passt mein ganzes Equipment rein. Ich fühle mich wie so eine rasende Reporterin. Das ist so, ich komme dann mit meinem Koffer an. Also ich kann quasi zu Hause aufzeichnen. Ich kann mit diesem Aufzeichnen, das ist ein Aufzeichnungsgerät, hier sind eben diese ganzen Mikrofone. Das zeichnet jetzt die Audio auf, kann ich überall mitnehmen mit Batterie. Ich kann es aber auch zu Hause an den Computer anbringen und dann per Zoom einfach aufzeichnen. Also wenn wir einen ganz normalen Zoom-Call machen, drücke ich auf Record und das Gerät zeichnet auf. Und genauso kann ich es auch telefonisch. Man braucht also am Anfang so ein Mikrofon-Equipment, je nachdem, manche haben das ja auch mit Stativ am Schreibtisch oder dann noch ein bisschen ausgepolstert, damit es nicht so halt in dem Raum, damit man eine gute Akustik hat. Es, wie gesagt, kommt drauf an, was man so vorhat. Und dann braucht man eigentlich nur noch eine Software, mit der man das Ganze aufzeichnet. Oder, also in dem Fall bei mir geht es mit Zoom oder man nimmt eine andere Software. Gibt es preiswert, günstig, gibt es, glaube ich, sogar umsonst. Ja. Genau, und das ist eigentlich erstmal das, was man nur braucht. Also ein Mikrofon und eine Software, die es aufzeichnet, geht auch mit Zoom. Und ein bisschen technisches Verständnis. Ja, ein bisschen. Aber es ist kein Rocket Science, sondern wenn man so ein bisschen digital unterwegs ist heutzutage, kann man sich das aneignen. Es dauert halt einen Moment, bis man sich in diese Programme einarbeitet. Also das eine ist ja das Aufzeichnen und das Schneiden und dann geht es ja aber auch noch weiter. Man muss das Ganze promoten, sonst erfährt ja keiner, dass man einen Podcast hat. Und dann gibt es, also ich habe mal durchgerechnet, von der Planung der Termine bis zur Veröffentlichung mit Marketing und allem. Ich glaube, ich benutze 23 unterschiedliche digitale Programme. 23 ist schon was. Das ist schon eine große Menge. Das ist halt die Frage, ob man das so machen möchte in dem Ausmaß oder was reicht einem. Ich kann mal ein Beispiel geben. Wenn ihr jetzt im Unternehmen einen internen
Kommunikationskanal braucht, zum Beispiel, ich bringe mal das Beispiel Elon Musk, der möchte weltweit seinen Mitarbeitern was sagen, der hat halt vielleicht einen Intranet-Podcast, bei dem ist es ja egal, der muss kein Marketing machen, aber er kann halt mit seiner Stimme zu seinen Mitarbeitern sprechen, per Podcast, und das ist manchmal ja, wie soll ich sagen, authentischer, wenn der Chef direkt zu einem spricht oder es geht dazwischen nichts verloren. Also wie heißt das Lesen, wo man stille Post, genau. Und da gehen so viele Inhalte verloren und so weiter. Also da bräuchte man jetzt zum Beispiel gar kein Marketing und so weiter. Aber wenn man sagt, ich möchte die Zielgruppe erreichen, also es reicht halt nicht, wenn man den Podcast veröffentlicht. Das ist wie, wenn man eine Webseite veröffentlicht auf Google. Wer findet die keiner. Man muss schon ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das heißt, also wir haben hier jetzt hauptsächlich Unternehmerinnen, die also vielleicht auch die eine oder andere einen Spaß-Podcast haben möchte, aber wenn es dann darum geht, ich möchte mein Unternehmen nach vorne bringen, ich möchte gerne mehr Sichtweite, mehr Umsatz. Ja, das kann alles sein. Also es gibt unterschiedliche Wege. Also man muss sich erstmal überlegen, warum möchte ich als Unternehmen eben einen Podcast? Und da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Das eine ist, also wie gesagt, die interne Kommunikation, sagen wir mal, es ist nicht intern. Dann kann man sagen, okay, zum Beispiel, ich habe eine, ich bin Coach und ich bin, habe eine Coaching-Agentur oder ich coache selber und ich möchte mich als Expertin positionieren. Das ist also so Personal Branding. Dann kann man eben zum Thema Coaching seinen Podcast zum Beispiel veröffentlichen oder wie Henrike das macht. Henrike ist Expertin in PR. Sie hat ein PR, ganz tollen PR-Karussell heißt der Podcast, ganz tollen Podcast. Da hat sie regelmäßig Gästinnen, die eben auch PR-Expertinnen sind und dann kann man da einfach sich dementsprechend positionieren. Dann, wenn wir das Beispiel nehmen, zum Beispiel hier mit dem Verband, ja, Verband Deutsche Unternehmerinnen, da gibt es unterschiedliche Wege. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich gebe meinen Mitgliedern einen Mehrwert. Was für einen? Zum einen kann ich Inhalte eben, so wie wir es jetzt machen, konservieren, weil normalerweise, wenn es so Vorträge sind, dann ist das an dem Abend und dann ist der Inhalt weg. Habe ich aber einen Podcast, kann ich das konservieren und die Leute können das on demand hören, wann immer sie wollen, nachhören und können sich auch positionieren. Der Verband kann auch sagen, okay, ich lade mal meine Mitglieder ein, einen nach dem anderen und stelle die mal vor, was machen die eigentlich Tolles, weil vielleicht kann man sie so auch nochmal vernetzen. Und da wir ja ganz viele Podcast-Hörerinnen haben, manchmal ist es auch einfacher, einen Podcast zu hören, als eine Aufnahme, die man bei einem Zoom hat, wo man noch mitgucken muss, sondern im Auto, man fährt los und macht's an. Und sie kriegt dann Input. Genau, du kannst es ja hören, wann du willst, beim Staubsaugen, beim Joggen, spazieren gehen, Gassi gehen, im Bett, das ist ja ganz egal, man kann die Augen auch irgendwie woanders hin lenken. Genau, wir sind ja auch mittlerweile bei fast allen übermüdet, wenn man den ganzen Tag in den Bildschirm schaut. Das stimmt. Genau, und dann kann man das auch als Unternehmen auch, also gerade so als Verband, glaube ich, ganz gut monetarisieren, weil jetzt, wenn jetzt auch im Netzwerk Unternehmen sind, die die gleiche Zielgruppe haben, wie jetzt zum Beispiel der VDU, dann kann man da auch Werbeplätze verkaufen und eine Werbung vorschalten oder man kann sagen, in Kooperation mit Alpine, weil Alpine jetzt Frauenfans oder auf Frauen oder Unternehmerinnen jetzt abzielt. Also da gibt es auch Möglichkeiten, auch für das Geld zu finanzieren, zu monetarisieren. Wobei Monetarisierung ist nochmal so ein Thema, das ist wirklich nicht einfach. Da können wir bei Interesse später auch nochmal drauf zurückkommen. Aber was ich sagen möchte dafür, also ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach sein Netzwerk nutzt und sich Sichtbarkeit schafft in seinem Netzwerk, ob jetzt als VDU oder Unternehmen, einfach, dass man rausgeht und den Leuten erzählt, auch, dass man diesen Podcast hat und dass der hörenswert ist. Genau, und das Hörenswerte, wenn ich da einfach nochmal kurz einhaken darf, auch bei Expertinnen. Ich erlebe oft auch in meiner Arbeit, dass Leute dann sagen, aber ich habe doch gar nichts zu sagen. Und das möchte doch gar niemand hören. Oder vielleicht gebe ich zu viel Preis. Und ich glaube, also es gibt ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen und ganz, ganz wenig Leute, die es machen. Also der Markt ist, glaube ich, noch gar nicht gesättigt. Oder? Nö, also aber man kann wirklich einen sehr starken Anstieg, sieht man Jahr für Jahr an Podcast-Hörern und auch an veröffentlichten Podcasts.
Ja, ein Tipp ist auch, man muss einfach konsistent bleiben und es fangen halt viele an und hören wieder auf. Also wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man dranbleiben und sich auch vorher überlegen, welchen Content habe ich überhaupt zu erzielen. Nicht, dass einem nach zwei Folgen der Inhalt oder der Gesprächsstoff ausgeht oder die Gäste ausgehen. Das muss man deswegen vorher ganz genau strategisch planen. Wie viele Folgen hattest du beim ersten Mal schon mal vorgedacht? Also ich habe tatsächlich angefangen, das war ein bisschen krass, mit 30 täglichen Folgen. Ich habe gestartet im September 2020 und ich habe im September jeden Tag eine Folge rausgebracht am Anfang. Und dann habe ich gewechselt auf wöchentlich. Plus ich habe so ab und zu noch eine Sonderreihe zur Fashion Week oder irgendwie so. Und jetzt bin ich eben bei über 170 Folgen mit Sommerpausen, die ich gemacht habe, wo ich sage, vielleicht lohnt sich jetzt mal zu überlegen, mal auf 14-tägig umzuschalten. Und das ist gar nicht wegen fehlender Inhalte bei mir jetzt zum Beispiel, sondern ist einfach eine Zeitfrage. Und ich habe da ein neues großes Projekt, das ich euch vorstellen möchte. Ja, sehr gerne. Perfekter Zeitpunkt, weil ich glaube, das gehört dazu, dass der Podcast ja nicht nur das Sprechen ist, das, was wir gerade tun, sondern sich darum eine komplette Industrie aufgebaut hat. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt bewusst ist, dass es ja nicht nur, also es gibt die Aufnahmegeräte, es gibt die ganzen Plattformen, die das machen, die ganze Software, die das macht. Und je professioneller es wird, umso mehr Unterstützung braucht man auch von Menschen, die sich damit auskennen und die einem helfen, das dann umzusetzen. Ja, weil das eine ist ja der Faktor Zeit und Wissen und der andere, und viele haben den Faktor Zeit nicht, weil sie einfach beschäftigt sind, hätten aber gerne einen Podcast. Und genau, dafür habe ich mich jetzt entschieden, oder bin ich gerade in der Gründung eines White Label Full Agency Podcasts, also einer Podcast Agentur. Also kurz für alle, was ist ein White Label? Also es heißt, wenn du einen Podcast haben möchtest, dann kannst du zu mir kommen und das wird dein Podcast und wir produzieren den für dich in deinem Namen, so wie du es haben möchtest. Wir unterstützen dich eben strategisch und wir nehmen dir alle Aufnahmen ab oder alle Aufgaben ab, die du nicht selber machen möchtest. Das ist der eine Part davon, und der andere Part davon, der dauert noch einen Moment. Das wird eine Podcast-Schule sein, eine digitale Podcast-Schule. Da kann man sich selber die Inhalte aneignen, do-it-yourself dann quasi. Und dann wird man zertifizierte Podcasterin, also das kann man auch machen. Dann kann man alles selber machen, wird befähigt dazu. Und dann wird es noch was dazwischen geben, also dass man sagt, könnt ihr hier nochmal drüber gucken, könnt ihr mich nochmal unterstützen. Also das sind so die drei Wege. Das heißt, wenn man sagt, oh, ich kann reden, ich kann Fragen stellen, ich mag das, aber so alles Technische, das ist nicht meins, dann meldet man sich bei dir und sagt, kannst du das bitte für mich übernehmen, und ich bin dann raus. Ja. Oder du sagst, oh, ich kann super reden, ich bin voll die Rampensau, aber ich habe keine Lust auf Technik, mach das mal für mich. Geht auch zum Beispiel. Oder nimm mir bitte das Marketing ab, ich habe überhaupt keine Lust auf Marketing. Weil das ist schon sehr viel Aufwand, Marketing, oder? Also man muss sehr viel drüber sprechen, was man tut und Content machen. Ich kann es euch immer sagen, wie ich es mache. Also jede Folge, also es gibt eine wöchentliche, jetzt 14-tägige Folge. Davon mache ich 3 Soundbites, 3 Snippets, 45 Sekunden etwa. Da mache ich dann nochmal so Videos draus. Snippets sind also Audio-Ausschnitte aus der gesamten Folge, die 1 zu 1 Minute gehen, nur um die eben für die Werbung und um neugierig zu machen auf die ganze Folge. Ja, die mache ich dann. Wo promotest du die dann? Genau, die verteile ich auf allen meinen Social-Media-Kanälen, also LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, das sind sie. Ja. Und dann gibt es bei mir immer noch das Ganze auch nochmal zum Beispiel auf der Webseite, wie so ein Blogbeitrag, also auch die gesamte Folge, wenn sie kommt. Plus es gibt einen monatlichen Newsletter, wo alle Folgen, die in dem Monat erschienen sind, nochmal zusammengefasst sind mit anderen Themen, die dann noch so anstehen im Monat. Okay, und was kostet das, wenn man sowas alleine machen möchte? Also wenn ich mich recht erinnere, man braucht ja einen Host, der quasi den Podcast hält, damit man den irgendwo
hochladen kann. Ja, also, wir können ja den Prozess mal Schritt für Schritt erzählen. Also die Technik, man nimmt das hier so auf und dann kann man das... Ist man noch nicht fertig. Dann nimmt man diese Audiodatei, schneidet sie, da braucht man bestenfalls eine Intro- und Outro-Musik und kann so ein... Kann man solche Dinge kaufen? Also es gibt Internetseiten, die quasi nur dafür da sind, irgendwelche Melodien zu holen. Oder Fiverr macht sie auch individuell. Gibt's ganz viele. Man muss eben aufpassen, dass es lizenzfrei ist und so weiter, genau. Dass man da nicht aus Versehen da was benutzt, was man nicht benutzen sollte. Genau, und dann hat man das Ganze, also hat man das fertig geschnitten und dann legt man das hoch bei Host, ja, der heißt auch Host, wie der Moderator auch, aber ist ein Host. Und da kann man dann, von da aus verteilt man das an alle gängigen Kanäle oder die, für die man sich eben registriert hat oder wo man sich registrieren lassen kann. Also der verteilt es dann in meinem Fall auf alle gängigen Podcast-Kanäle wie Apple, Spotify, Google, Amazon, weiß ich nicht, was noch alles, aber das kann man dann überall hin verteilen. Also man legt es da hoch und der verteilt es. Und wenn man gegen eine Gebühr. Ja, das ist minimal. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass das... Kostet ein bisschen was. Also da gibt es ja unterschiedliche Anbieter. Ich arbeite mit einem amerikanischen Anbieter. Warum? Weil die haben immer das Neueste. Auch in Sachen AI und so weiter. Das ist ja auch ein riesiges Thema. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne noch später kann ich noch drauf eingehen oder Fragen stellen. Genau, aber man muss ja dann überlegen, jede Folge hat ein eigenes Bild im Cover. Dann hat ja jede Folge eine Überschrift und ein Summary, also sogenannte Shownotes, die man da reinschreibt, Hashtags, also Keywords. Das muss man sich ja alles vorher überlegen und dann das Gleiche dann eben auch für alle Kanäle. Das heißt, ich fühle mich manchmal so eine Content-Maschine. Ich bin nur am Content generieren die ganze Zeit. Entweder ich produziere einen Podcast oder ich plane den nächsten. Und ja, das ist schon viel Aufwand dann. Und was kostet der Host? Also der Host, also da kommt bei meinem zum Beispiel drauf an, wie viele Stunden Podcast du im Monat hochlädst. Also ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, der kostet 8 oder 10 Dollar oder so. Oder ich glaube, der fängt bei 5 Dollar an. Ja, es kommt drauf an. Also es gibt ja unterschiedliche Anbieter, da muss man sich durchschauen, was einem passt. Also meiner heißt Buzzsprout. Ich glaube, da bin ich auch. Was auch? Ich glaube, ja. Buzzsprout heißt man. Den finde ich ganz gut. Es kann sich aber immer ändern. Man muss halt auch immer ein bisschen up to date sein und gucken, was es sonst so Neues gibt. Ja. Was kostet dein Equipment zum Beispiel? Also, ich habe mir das Feinste geholt, was es da gibt. Also, hier zum Beispiel diese Sennheiser Kopfhörer, also Mikrofone, die waren sehr teuer. Das sind Einzelteile. Also, ich glaube, das Aufzeichnungsgerät lag bei so 600 Euro. Diese Mikrofone hier lagen pro Stück bei 300 Euro. Von Rode gibt es die zum Drittel vom Preis, würde ich sagen. Es kommt drauf an, was man möchte. Dann habe ich hier noch so einen Koffer. Dann habe ich noch ein anderes Mikrofon, was ich da draufsetzen kann und so weiter. Also und das Stativ hat auch extra gekostet, der Koffer hat extra. Also ich sage mal, ich habe ungefähr 1.000 Euro ausgegeben. Aber man kann es auch weniger haben. Deutlich weniger. Man kann einfach mit Kopfhörern. Aber ein Tipp noch, also neben natürlich den ganzen anderen Tipps, und das wisst ihr auch als Hörer, die Soundqualität sollte halt gut sein, damit man das auch gerne hört. Und dazu gehören einfach auch gute Mikrofone. Die sind so gut, manchmal denke ich, die sind zu gut, weil die nehmen wirklich alles auf, alles in der Umgebung. Und das muss man dann vielleicht auch wieder rausschneiden, aber... Das Sennheiser ist so. Womit schneidest du das alles? Also gibt es da jetzt ein bestimmtes Programm oder wie stellt man sich das vor? Ja, da gibt es auch ganz, ganz viele. Also es gibt Softwares, zum Beispiel, das nennt sich One Take, da musst du gar nicht schneiden. Also wenn du sagst, es ist egal, wenn wir uns verplappern, und es ist gar nicht so wichtig, brauchst es gar nicht schneiden, lädst da hoch, mach alles fertig und veröffentlicht es für dich. Gibt es auch umsonst sowas. Und dann gibt es halt so, ich habe mich für was Professionelles entschieden, wo man auch die Soundqualität bearbeiten kann. Das nennt sich Adobe Audition. Das kostet auch durchaus so, ich glaube, 200 Euro im Jahr. Also auch jetzt kein Welt, sage ich mal, aber es läppert sich halt, wenn man so alles macht. Aber da kann man wirklich professionell alles schneiden. Theoretisch auch Video.
das kann ich nicht, aber ich habe mir zumindest mal das, was ich für mich brauche, mal angeeignet. Da kann ich dann einfach auch Hall rausnehmen, Rauschen rausnehmen. Also so Sachen kriege ich selber hin. Wobei jetzt mit meinem Team, also wir haben ein ganz, ganz tolles, hochprofessionelles Team jetzt aufgebaut mit über 20 Leuten, die eben Profis sind im Thema Markenaufbau, Sound, Programmierung, also die können wirklich alles, jeden Wunsch erfüllen auf ganz, ganz hohem Standard. Aber so habe ich angefangen und so mache ich es auch noch, bis alles integriert ist in die Firma, genau. Die Software zum Schneiden, da gibt es auch noch Audiocracy, die ist kostenfrei und relativ einfach im Bedienen. Also die kann man, die nimmt auch den Hall raus und man kann relativ gut schneiden. Es dauert ewig, so ein Schneiden, habe ich das Gefühl. Ja, es kommt drauf an, wie professionell das machen ist. Also ich kann sagen, für mich dauert es mindestens noch mal so lang wie die Folge an sich, weil ich muss sie ja noch mal hören. Und wenn der Podcast eine Stunde geht, dann schneide ich mindestens noch mal eine Stunde, weil ich höre es ja noch mal an, um alles rauszunehmen. Und dann, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dauert es halt länger. Also ich versuche das schon wirklich auf das Mindeste zu reduzieren, weil ich habe mich dafür entschieden, dass es zum Beispiel ein authentischer Podcast ist und man hört auch hier und da, dass es telefonisch ist oder dass es per Zoom ist und dass wir nicht im gleichen Raum sitzen. Manchmal halt es auch. Ich bin auch gespannt, wie der Podcast hier jetzt akustisch sein wird. Wenn ich euch die Datei zur Verfügung stelle, bin auch gespannt. Und das ist einfach so eine Frage der. Und beim ersten Mal schneiden? Also ich weiß, dass ich das erste Mal, glaube ich, 4 oder 5 Stunden geschnitten habe. Ja klar, ich habe ja da so, wie gesagt, mit so einem Mentor angefangen, der hat das gezeigt. Beziehungsweise mein Mentoring war auch mit, also es war auch schon, wir haben das per Zoom gemacht, wir haben das ganze Gespräch per Zoom aufgezeichnet. Dann habe ich das Ganze nochmal abgeschrieben, damit ich die ganzen Schritte habe auf Papier und dann habe ich immer so gelesen und gemacht. Also es war am Anfang natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Aber da ich ja mit 30 täglichen Folgen angefangen habe, dann geht es so, dass du reinkommst. Das ist der andere Effekt. Also das ist zwar viel Aufwand, aber wenn du gleich am Anfang etwas 30 Mal machst, dann kommst du halt direkt in die Routine rein. Und dann brauchst du eine Stunde zum Schneiden. Dann geht es deutlich schneller. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, du machst das ja jetzt lang und hast knapp 200 Folgen. Welchen Impact hatte es für dich als Unternehmerin und für dich, ich denke, das macht viel Spaß, aber nur deswegen machst du es wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Also mein Grund war, also wie gesagt, zum einen an meiner Community dran zu bleiben und zum anderen einfach mich auch als Expertin zu positionieren, eine Personal Brand aufzubauen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil bei mir fragt sich immer jeder, was macht die eigentlich, wer ist die eigentlich, was macht die eigentlich? Keiner weiß es so recht, weil ich bin eigentlich diplomierte Bankbetriebswirtin. Ich habe 20 Jahre Unternehmen finanziert. Dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, eine Marke aufzubauen, ein Accessoire für Handtaschen, das heißt Taschen. Dann hat man mich damit in Verbindung gebracht und auf einmal gab es dieses Netzwerk und ich hatte irgendwie keine Gelegenheit, mich irgendwo selbst zu präsentieren, was ich eigentlich mache. Und das war für mich eigentlich das geeignete Tool. Also es war das eine, zu sagen, okay, hört her, ich kann was, ich bin Expertin in einem Bereich, und zwar mittlerweile im Bereich Fashion, auch wenn ich aus der, oder im Bereich Gründung, würde ich mal sagen, und Markenaufbau, weil alles, was ich da erzähle oder im Podcast meine Gäste frage, habe ich alles beim Aufbau meiner eigenen Marke ja gelernt. Und was Gründen angeht, habe ich bei der Bank gelernt, weil ich eben viele Gründer finanziert habe. Genau, und das Expertenwissen habe ich rausgetragen. Und natürlich möchte ich auch, dass sich das monetarisiert. Aber ich kann euch sagen, Monetarisierung ist eines der schwierigsten, weil dazu braucht man eben eine gewisse Sichtbarkeit erstmal, damit man Partner findet, die dann auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Also man kann ja so eine Werbung schalten, vor, mitten oder am Ende von dem Podcast. Man kann sich Partner suchen. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Alpine zum Beispiel. Und die begleiten einen dann länger als nur eine Folge. Also solche Optionen gibt es. Aber neben dem Monetarisieren des eigentlichen Podcasts, würdest du schon sagen, dass die Sichtbarkeit allgemein für dich als Unternehmerin auch andere Türen geöffnet hat? Ja, man sagt, man sieht mich, man kennt mich, man nimmt mich als Expertin wahr, ja. Und weiß, da kenne ich mich aus?
Ja, also es ist definitiv so. Also vielleicht kann es die eine oder andere hat mich ja begleitet hier von Anfang an bis jetzt. Vielleicht kann oder Naida, das hat schon so angefangen. Du hast es auch von Anfang an. Naida war bei meiner Launch-Party. Das ist 3 Jahre her. Vor 3 Jahren war sie auch schon da, genau. Und also ich freue mich, dass mittlerweile PR-Agenturen auf mich zukommen oder so große Unternehmen wie Outlet City Metzing, die kommen auf mich zu und fragen, ob sie bei mir im Podcast sein dürfen. Und das kann man natürlich auch überlegen, ob man sowas monetarisiert als Kampagne. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine Werbeschaltung, eine Folge machen, die dann auch Marketing ist, und ich könnte noch parallel noch ein Event dazu machen mit meinem Netzwerk. Das ist dann natürlich 360-Grad-Kommunikation und das nehmen die der eine oder andere dann auch in Anspruch, weil das muss man erstmal aus einer Hand bekommen. Und wenn man dann quasi gehört wird, dann hat man auch natürlich den Vorteil, dass die Leute, wenn sie an Fashion denken, an dich denken und dann sagen, da möchte ich hin, oder eben an Autos denken und mit dem Podcast dann direkt zu dir kommen. Also ich glaube, das klingt, oder eben beim VDU, an den VDU denken oder sich denken, oh, guck mal, das ist ein tolles Netzwerk, da haben wir die Möglichkeit, da werden wir auch verstanden, da gibt es andere Frauen, die gesehen werden. Also ich denke, dass Podcast tatsächlich für alle Bereiche, auch wenn es viel Arbeit ist, am Ende des Tages gewinnbringend ist. Also ich würde sagen, definitiv. Also wie gesagt, was gibt es für Gründe, einen Podcast zu machen? Ich brauche ein neues Hobby. Wenn man Zeit hat, kann man sich ein neues Hobby machen. Ich möchte Personal Branding. Dann geht es schon ein Stück weiter. Oder ich brauche es eben als Kommunikationskanal für mein Unternehmen. Und oder ich möchte nicht eben. Personal Branding ist dieses Thema Expertentum. Aber ansonsten kann man eben unwahrscheinlich viel Mehrwert schaffen für Mitarbeiter, Mitglieder und so weiter. Und ich denke, das ist ein ganz guter Kanal, weil der on demand ist, weil man es auf die Ohren kriegt, weil man es nebenher machen kann. Also natürlich gibt es Menschen, die sind mehr Audio mehr visuell als Audio unterwegs. Sie können mit dem Format an sich nichts anfangen, glaube ich. Aber jeder Mensch hat, glaube ich, alle 3 Teile so ein bisschen in sich. Also der eine lernt ja eher visuell, der andere hört, lernt besser mit Hören, der andere besser, wenn er schreibt, glaube ich. Ja. Und wenn man jetzt mit Podcast gar nichts anfangen kann, okay, dann ist es nicht das Medium. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall lohnenswert. Und es ist ja ein wachsender Markt, also scheint es ja doch sehr oder immer mehr zu geben, die sich dafür interessieren. Als Hörer. Ja. Also ich glaube, der größte Markt ist Südkorea. Da hört, glaube ich, fast jeder in Amerika. Da hören, glaube ich, das war Stand 22, über 80 Millionen Menschen hören der Podcasts. Und wenn man jetzt alle, ich weiß die Statistik nicht weltweit, aber es ist auf jeden Fall sehr. Aber hier war, glaube ich, niemand, der keine Podcasts hört, oder? Habe ich das falsch gesehen? Oder gibt es jemanden, der keine Podcasts hört? Oh, okay. Aber das ist eine Person von 2 oder hätten die gesehen. Ja, aber es ist trotzdem prozentual gesehen doch relativ wenig. Also es sind sehr viele Hände hochgegangen, die es gehört haben im Vergleich zu dem. Ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung ganz kurz was dazu mir sagen. Also ich bin ein visueller Mensch und für mich war es wirklich auch schwierig, erstmal mich auf das Audio einzustellen. Und das ist trainierbar. Also wenn man wirklich anfängt und da reinkommt, also inzwischen kann ich alle Podcasts nur auf Geschwindigkeit, zweifache Geschwindigkeit hören, weil es jetzt mir sonst zu langsam ist. Aber Anfänge könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber das spart natürlich schon Zeit und man kommt schon in dieses, ne, also das wird genauso trainiert wie alle anderen Muskeln. Und das Witzige ist, das habe ich letztens von meinem 10-jährigen Sohn gelernt, weil er kein YouTube mehr gucken durfte. Auf Spotify sind Podcasts mittlerweile mit Videos. Ja, das ist so ein Trend. Also mittlerweile ist es auch interessant. Also es ist ein Trend, dass man jetzt sagt, Podcasts sind mit Video versehen. Das können wir zum Beispiel in unserer Agentur jetzt dann auch leisten. Und dann sind wir aber wieder bei Video. Also, aber es ist ein Trend. Und der andere Trend ist tatsächlich das, was wir hier gerade machen, Live-Podcast-Events. Das ist auch gerade so ein Thema. Auch eine Möglichkeit dann des Monetarisierens. Ich bin ein großer Weird Crimes Fan. Und die haben das ja jetzt auch angefangen, dass sie das, und die füllen jetzt die Lanxess Arena. Wahnsinn. Mit ihrem Podcast. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nochmal fragen,
Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel erzählt. Ja, gibt es denn noch Fragen, konkrete Fragen so aus dem Publikum? Es gibt so viele Podcasts auf dieser Welt, also ich komme gar nicht hinterher mit meinen Podcasts. Warum sollte man heute noch seinen eigenen starten? Also wie kann man, also kann man mit dir zusammen dann dieses USP erarbeiten? Ja, also das ist ja das A. Also das Wichtigste ist, dass du ein USP hast, einen strategischen Plan hast. Das ist das Erste und da kann ich natürlich unterstützen dabei. Das andere ist, wie gesagt, wenn du den nur veröffentlichst, dann wird den keiner finden. Also du musst dann schon ein bisschen Social Media machen und deine Trommel rühren und dein Netzwerk bewegen und so weiter. Und dann ist natürlich die Konsistenz, wie gesagt, ein Thema. Dranbleiben, dranbleiben und die Qualität. Und dann wird es schon. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man immer seine Hörer dazu aufruft, dass sie Bewertungen abgeben und Rezensionen, also einen Satz schreiben dazu irgendwie, weil wann findet man dich, wenn jetzt zum Beispiel Apple sagt, den Podcast empfehlen wir oder Spotify und so bekommst du eine Sichtbarkeit. Also es ist schon wichtig, wenn du viele Menschen erreichen möchtest, dass du das ganze Rad drehst und auch diese ganzen Marketing-Sachen machst. Und warum soll man, also ich finde, jedes nicht noch so nischige Thema hat ja irgendwie seine Hörerschaft. Die müssen es nur finden. Und es ist halt, wie erreiche ich die und wie finde ich die? Genau. Ich habe die Frage, ob man sich irgendwo informieren kann, zu welchen Themen schon besonders viele Podcasts sind. Also ich sehe bei LinkedIn, der Bereich Kommunikation ist wirklich sehr, sehr stark besetzt. Und mich würde das interessieren, dass man irgendwo nachschauen kann auf der Plattform, auf meiner Seite, gibt es zu dem Bereich oder was gibt es zu dem Bereich schon? Also grundsätzlich gibt es Statistiken. Okay. Und ich glaube, das meistgehörte sind True Crime Podcasts. Ich glaube, alles, was Business angeht, ist gar nicht so stark besetzt, beziehungsweise und selbst wenn es gesetzt wäre, ich finde eben auch bei der eigenen Strategie ganz, ganz wichtig, dass man authentisch bleibt, weil niemand kann ein Thema so besetzen, wie sie es besetzen würden. Insofern, also es gibt auch ganz viele Business-Podcasts. Es gibt, ich war ganz im Schreck, als ich damals angefangen habe, weil da kam auf einmal, das war ja die Zeit in der Pandemie, wo jeder einen Podcast rausgebracht hat. Ich bin jedes Mal erschrocken. Dann kam die Bunte und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Dann kam Tom Junkersdorf mit seinem, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Dann kam, keine Ahnung, so ging das in einer Tour und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, die haben viel größere Netzwerke und was mache ich hier eigentlich? Und wenn man dann mal reinhört in die, die gängig sind und wenn man die Statistiken so mal anguckt, dann wird man schon feststellen, eigentlich stellt man fest, dass es, die machen es doch ein bisschen anders, wie man es selber machen würde. Und ich wüsste nicht, was überbesetzt wäre. Also es gibt auch jeden Tag wieder jemand, der True Crime Podcasts macht, glaube ich. Bitte. Wie lange planst du im Voraus, welche Themen du arbeitest oder aufnehmen möchtest und wie lange Zeit investierst du in die Produktion von 30 Minuten, also Themenfindung, Menschen sprechen, vorbereiten, nachbereiten, Bewerben und so weiter? Gute Frage. Also was den Vorlauf angeht, wenn ihr wüsstet, wie knapp das manchmal ist, weil man plant ja Interviews, also man macht einen Redaktionsplan, jeden Freitag kommt der Podcast und dann plant man zwischendrin, muss man ja akquirieren, wer kommt in meinen Podcast, du schreibst Leute an, diese Leute dann machen Termine mit dir aus, dann kommt was dazwischen, dann sagen die ab und auf einmal denke ich, es ist Mittwoch und übermorgen habe ich keinen. Ich brauche eine Sendung. Also sowas hat es auch schon gegeben. Da bin ich schon schweißgebadet so aufgewacht. Aber im besten Fall bin ich immer so 4 Wochen im Voraus, habe ich meine Folgen schon im Kasten. Es geht halt manchmal schief, weil dann ist Sommerpause, sind Ferien, ist irgendwas. Also insofern, und ich muss sagen, ich arbeite sehr viel mit Automatisierungen. Ich kann zum Beispiel als ein Beispiel nicht 10-mal Mails hin und her schreiben zur Terminfindung, dann arbeite ich eben mit Calendly, dann muss mein Kalender gepflegt sein, kann man sich da einen Termin reservieren. Und mit solchen Sachen geht das eigentlich ganz schnell. Und ich habe zum Beispiel auch meine E-Mail standardisiert. Ich arbeite mit so einem Google-Formular, das man vorher ausfüllt, ist es dann auch standardisiert. Da gibt es quasi eigentlich nur im Ausnahmefall noch ein Vorgespräch mit dem Gast. Die Themen sind klar
Das ist vorher schon in meiner Strategie festgelegt. Insofern geht das ganz schnell und dann zeichnet man die Zeit auf, die es eben dauert. Und dann brauchst du nochmal mindestens genauso viel Zeit eben mit der Post-Production. Und für mich das Lästigste, für mich persönlich, kommt dann alles danach, das ganze Marketing, Content, also Content, das ist für mich total lästig und das dauert für mich auch am meisten, am längsten. Und dann natürlich, das ist auch nochmal so ein Punkt, also, weil wir vorher KI gesagt hatten, was mich in der Vergangenheit sehr viel Zeit gekostet hat, das ist die Überschrift von dem Podcast, was ist die Zusammenfassung von dem Podcast und so weiter. Und da gibt es jetzt ganz, ganz tolle KI-Programme, die transkribieren das, die machen eine Zusammenfassung, die geben dir die Keywörter, die machen dir Vorschläge für die Headline, die machen dir Vorschläge für die Shownotes. Da kann man alles, und das ist so ein Zeitersparnis, ich kann es euch gar nicht sagen, aber das muss man natürlich auch bedienen können. Dann. Und mit welchem Programm arbeitest du da, also künstliche Intelligenz? Also natürlich jeder mit ChatGPT auch unter anderem, aber es gibt also KI-Software, die eben die ganze Podcast-Folge aus Audio in Text verwandelt. Gibt es, die heißt Sonix, und dann gibt es eine, die heißt Podium. Podium macht eben, wie gesagt, die ganzen, macht auch gleich die Zusammenfassung, Keywords, alles, alle Vorschläge fertig. Das ist so eine spezielle KI. Was noch? Ja, ich glaube. Taktik gibt es noch. Taktik, die machen auch so Zusammenfassung. Ja, wahrscheinlich. Also gibt es mehrere. Also alles, was ich euch sage, da gibt es viele. Ich gebe euch die Beispiele, die ich verwende. Aber ich überlege gerade, was ich noch mit KI mache. Also. Was fällt dir noch ein, Henrik, über was ist noch mit KI? Canva. Ja, da arbeite ich mit Canva. Das Canva. Und dann gibt es so ein Programm, das heißt Headline. Das nutze ich eben für diese Minutenausschnitte. Da kommt dann das Canva rein und dann macht es so einen Tonausschlag wie bei so einer Stereoanlage. Dann wird es zum Video. Und da spielt man noch den Ausschnitt rein, den man geschnitten hat von dem Podcast. Fühlt sich dann zusammen, genau. Das sind eigentlich so die von mir hauptgenutzten KI-Programme. Da war noch eine Frage. Mich interessiert noch die beste Länge für den Podcast. Also ich bin so ein bisschen wie Elena. Ich habe am Anfang gesagt, mehr als 5 Minuten gebe ich nicht. Okay. Und da gibt es ja jetzt alles gesagt, ne? Das darf auch nicht dreimal in meinen Garten fahren, um das zu hören. Gibt es irgendwie so ein Maß, also eine Stunde, was sich inzwischen bewährt hat, weil ich merke, dass ich auch bereit bin, mehr Zeit. Also es gibt ja so ganz, ganz erfolgreiche Podcasts wie Hotel Matze, wenn ihr das kennt, die gehen ja manchmal bis zu 4 Stunden, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Ich glaube, bei denen lohnt es sich auch. Ich kann für mich sagen, ich peile immer eine halbe Stunde an. Also es wird aber auch, das kommt auch immer auf den Gast an. Also manchmal ist eine halbe Stunde echt lang, da kriege ich nichts raus, dann wäre es halt 20 Minuten. Und manchmal, da komme ich kaum dazu, Fragen zu stellen, dann wird es fast eine Stunde. Und ich versuche es aber irgendwie auf eine starke halbe Stunde maximal einzupendeln. Ja. Aber auch da gibt's Statistiken mittlerweile zu, welche Podcasts am meisten gehört werden. Ich glaube, alles zwischen 30 Minuten und 45 ist ja so, dass der Standard, der am meisten gehört wird. Die 20 Minuten sind die man so nebenbei macht. Aber ich glaube auch, dass das ganz stark themenabhängig ist. Ja. Also je komplexer das Thema, umso mehr hören die Leute zu, umso spannender man es erzählt, umso länger bleibt man ja auch dran. Also da kommt es auf Thema und Publikum an. Also ich habe eine Frage. Ja, Henrike. Was ich an deinem Podcast ja sehr mag und schätze, ist, dass man da oft auf Menschen trifft, die man noch nicht so oft gehört hat. Mhm. Also die großen Podcasts, da hörst du halt immer die gleichen Leute, weißt die Geschichten kennst du schon in- und auswendig. Und bei dir ist es wirklich so, dass da oft jemand ist und denkt, oh, die kann ich noch gar nicht, da gucke ich mal genau an, was die macht. Das hast du gesagt, wöchentlich, dann 14-täglich. Wie findest du diese Menschen? Weil das ist ja wirklich auch eine breite Range, das ist ja auch nicht nur aus einem Feld, sondern... Ja, also genau, das ist auch weit über Women und über Fashion rausgewachsen, alles. Und aber wenn man
man so die Fashion-Branche anschaut, da sind eben, gibt es ein paar Hauptthemen, und das ist Nachhaltigkeit, Diversität und eben neue Technologien, die die ganzen Arbeitsprozesse verändern, und das ist halt ein riesen Spielfeld, plus Gründung, plus E-Commerce, plus Handel und was da alles dazugehört. Genau, und ich habe eben in meinem Netzwerk mittlerweile so knapp 2000 Mitglieder, und daraus kommt einiges. Also ich habe angefangen mit den naheliegendsten, also alle, die ich kannte, habe ich am Anfang abgeklappert, so. So fing es an, und dann mache ich es tatsächlich so, dass ich habe ja erzählt, ich habe auch so ein Google-Formular zur Vorbereitung, und da frage ich auch immer meine Gäste, bitte ich sie immer, 3 Gäste zu empfehlen, die vielleicht interessant sein könnten für den Podcast. Und da kommt auch ganz viel raus, plus mittlerweile eben Agenturen, die sich melden, Marken, die sich direkt melden, weil sie sagen, oh, ich möchte auch mal in deinem Podcast, gibt es da eine Chance? Und das wächst. Es wächst und wächst. Ja. Zu diesem, wie lange es sein sollte, hätte ich noch eine kurze Frage. Wie wichtig findest du den Titel? Also was würdest du bei der Titelwahl empfehlen? Ist das wichtig oder sagen wir nicht, ach, ja, also es ist für mich eins der schwierigsten, muss ich echt sagen. Für mich ist es eins der schwierigsten, weil ich weiß überhaupt nicht, ich bin ja keine Journalistin, ich bin keine PR-Frau, ich habe das nicht. Ich denke immer, was ist kurz und catchy? Also zumal zum Beispiel, ich veröffentliche die Videos ja auch auf YouTube, und da hast du maximal 100 Zeichen. Und deswegen denke ich immer, das muss das Maximum sein für die Überschrift. Aber auch für den Podcast-Titel, gar nicht für die einzelnen Folgen, sondern für deinen Podcast. Für die Show an sich. Genau. Aber da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also, ich war sehr unkreativ. Ich wusste nicht, ich dachte, es soll das wiedergeben, was es ist. Weil immer mich jeder fragt, was machst du eigentlich? Dachte ich, das erklärt sich vielleicht von selbst. Ist natürlich ein langweiliger Titel, aber dafür sagst du aus, was. Aber dafür wirkt er ja. Also, ja, und es gibt Frage. Es gibt ja auch Leute, also ich glaube, das ist authentisch einfach. Jeder, wie er Lust hat. Da war noch eine Frage, genau. Ja, du hast gesagt, dass du dann Titel produzierst und die dann immer in deinem eigenen Netzwerk teilst. Für mich wäre spannend zu verstehen, wie stark wächst du organisch pro Folge? Einfach durch die KI, die du nutzt, deine Description und dein Titel, die du reinpasst, wie groß prozentual ist dein organisches Wachstum pro Folge? Ja, tatsächlich ist mein gesamter Wachstum organisch. Alles organisch. Also wenn du jetzt meinst, was würde passieren ohne diese Werbung, die ich mache, das kann ich gar nicht sagen, weil ich von Anfang an, ich habe sogar mit 4 Snippets pro Folge angefangen. Irgendwann habe ich gedacht, das ist ja nicht mehr auszahlen. Es müssen auch 3 reichen. Genau, das mache ich schon immer. Aber ich kann dir sagen, ich lade die auf YouTube hoch, von dort verteile ich die überall. Und ich glaube, es ist die Konsistenz, die das ausmacht. Also ich wachse, ich habe jeden Monat Rekordmonat, wenn ich jetzt den September vergleiche mit September davor, ist der September höher als der davor. Also es wächst, und wenn es nur ein paar sind, aber es wächst stetig. Ich glaube, diese Konsistenz ist das eine, was zu Wachstum beiträgt. Und das andere ist, ich fordere jeden Gast, also wenn dann alles fertig ist, stelle ich den ganzen Content auch meinen Gästen zur Verfügung. Und sagt, teilt ihr das bitte in eurem Netzwerk auch, weil es ist ein crossmediales Konzept. Es ist nur, je mehr Leute wir erreichen, desto mehr haben wir davon. Du hast ein Marketing für deine Folge, meine Hörer. Ich erreiche meine Hörer, und meine Hörer lernen unwahrscheinlich viel dazu von anderen. Und deswegen ist es das eine, was ich mache, damit es noch wächst. Und das andere ist, dass ich jedem bitte, der Gast ist oder der Hörer ist, einfach eben so eine Rezension abzugeben. Das schreibe ich auch nochmal in die Abschlussmail, bitte mach das, weil das einfach dazu beiträgt, dass man auch in diesen Charts bei den ganzen, bei Apples und Co. einfach dann nach vorne rutscht und dann wieder mehr erreicht, weil es wirklich eines der schwierigsten, da überhaupt gefunden zu werden. Und dazu habe ich auch nochmal eine Frage, also dieses Rating, das ist immer nur organisch, oder kann man da wie auf anderen Kanälen auch ein bisschen monetär helfen, damit man so ein bisschen im Renten wächst, oder ist es gar nicht möglich? Gute Frage. Ich habe jetzt im Zuge der Gründung meiner Agentur von den Experten gehört, dass es da Wege gibt, und deswegen bin ich auch überzeugt, dass die genutzt werden. Okay. Ich habe es bisher nicht gemacht. Wir werden sehen. Kann bald mehr dazu sagen. Ich denke schon. Ja.
Ich habe noch zwei letzte Fragen. Einmal, warum hast du dir den Freitag ausgesucht als Publishing Day? Oder? Ja, ich glaube, das war falsch. Also ich habe im Nachhinein als Tipp mitbekommen, dass der Montag der beste Tag sei. Weil da am meisten. Und dennoch bist du erfolgreich. Ja, also ich habe mich irgendwann hab ich gedacht, wann würden Leute Podcasts hören? Ich dachte so, wann hat man denn Zeit, einen Podcast zu hören? Keine Ahnung. Es war eine subjektive Entscheidung. War nicht so. Also ich dachte, es sei der Freitag, ich war völlig daneben. Montag. Montag ist der beste Tag. Dann meine zweite Frage ist, also ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, Podcast zu kreieren, aber ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Und würdest du mir dabei, würdest du mit der Konsistenz helfen? Das ist die eine Frage. Also mich auch ständig in den Schubsen zu machen und nicht zu vergessen. Und zweitens, was würde der Spaß bei dir dann kosten? Also du hast ja gesagt, du startest es jetzt. Und mit welcher Summe kann man so rechnen, wenn man jetzt bei dir Kunde werden möchte? Also zu deiner ersten Frage, Schubsen, wenn ich dich schubsen muss. Das muss schon ein bisschen intrinsisch sein, weil sonst ist es zum, wie soll ich sagen, Scheitern verurteilt, weil diese Lust, das auch zu machen, also diese Eigenmotivation, ich glaube, du kannst ja auch einen Wecker stellen, du kannst ja auch einen Kalender eintragen, Asana-Projekt, keine Ahnung, Software, bitte, jetzt heute muss ich das machen. Ich glaube, da brauchst du mich auch nicht dazu. Wenn es jetzt darum geht, wie kann ich dich unterstützen, dann kommt es natürlich auf die Leistung an. Also alles, was, also ich sag mal, ich habe dir erklärt, es wird drei Wege geben. Diese Schule, das wird der Einstieg sein. Dann das Schule ein bisschen automatisiert und ein bisschen manuelle Hilfe ist. Kostet ein bisschen mehr und Full Service ist natürlich dann der Luxus, da nehmen wir dir dann alles ab. Die Price Range ist groß. Die Preise, also jetzt am Anfang, ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn ihr da Interesse habt und wir können Kontaktdaten austauschen, weil die Preise sind jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Wir sind noch so in der, wir müssen natürlich auch rausfinden für unsere Servicepakete, was wird am meisten gefragt, wie können wir das vielleicht sogar mit KI automatisieren, vielleicht ist das dann gar nicht so teuer. Also wir müssen einfach auch mal gucken, was ist eigentlich der Bedarf und was davon ist manuell zu machen und was können wir mit Automatisierung machen und daran wird sich dann auch der Preis festsetzen. Aber die Schule wird das günstigste sein, klar, das kannst du online machen, dann es dauert noch einen Moment. Aber, ja. Sorry. Ich habe jetzt eine Frage an Justina. Du hattest ja gesagt, du hattest ja auch so ne, ein bisschen damit geübt. Ja. Mit dem Gedanken oder so, sogar umgesetzt. Ne? Du hattest auch umgesetzt, ja. Genau, Podcast. Was waren deine Learnings und warum hast du dann aufgegeben? Ich habe aufgegeben, weil meine Partnerin aufgegeben hatte. Die hatte sich von ihrem Mann getrennt und dann ist das Ganze leider untergegangen. Meine Learnings waren, dass er irgendwann mal die Perfektion abzulegen, das ist ganz wichtig. Das Equipment von Anfang an gut zu holen, ist auch ganz wichtig. Und wie du gerade gesagt hast, also man muss das wirklich mit Spaß machen und nicht zu zerdenken. Also wir hatten dann auch Gäste dabei und da denkt man sich, oh Gott, wollen die überhaupt mit mir reden oder nicht? Und wenn man mit Leuten spricht und zu ihrem Hauptthema, zu dem, was sie lieben, dann läuft das Gespräch einfach so, so toll. Und die wollen das ja dann auch teilen. Und das macht dann ganz viel Spaß. Und das war das, was mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat, dass ich zum einen selbst unglaublich viel gelernt habe in dieser Zeit. Das finde ich auch das Beste. Ja, erzählen immer so viel. Ich hatte jemanden interviewt, wir hatten das Thema Veränderung, was das mit einem selbst macht. Und wir hatten jemanden interviewt, der ist spezialisiert auf introvertierte Menschen. Also der sagt, da muss man einfach anders mit umgehen. Und mein Mann ist introvertiert. Nach diesem Podcast verstehe ich meinen Mann besser. Das war so ein Gamechanger für meine Ehe. Das war doch auch also wirklich toll, wie viel man kennenlernt und wie viel man dann auch. Wir haben das gar nicht lange gemacht und trotzdem hatten wir dann schon eine kleine Community. Und wenn dann die ersten Leute auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe das gehört, das hat was bei mir gemacht, das ist schon
schon cool. Warum warst du nicht traurig, dass du dann auch unglaublich traurig. Deswegen, also dieses, deswegen sitze ich auch jetzt hier, weil ich gedacht habe, das ist so ein tolles Thema und es gehen so viele Ideen durch den Kopf, auch wo wir drüber gesprochen haben. Ich selbst höre Podcasts, dann war ich mal auf dem Laufband und habe was gesucht. Ich habe gedacht, oh, vielleicht irgendwas vom VDU oder so. Und durchgeguckt und dann sucht man halt nach Input. Wo sind Gleichgesinnte? Wo können Leute mir was mitgeben? Wäre schon cool, nochmal anzufangen. Vielleicht also, passiert am Abend. Also ich finde, der VDU ist prädestiniert. Der braucht einen eigenen Podcast. Vielleicht kannst du den mal hosten. Vielleicht. Ich habe ihn mal produziert. Wir können mal gucken. Und weil es gibt so viele Themen, also da eine Strategie und ein Mehrwert für die Mitglieder zu, also den muss man nicht mal ausarbeiten, der liegt eigentlich auf der Hand. Der liegt auf der Hand und auch für zukünftige Mitglieder, denke ich. Ja, also das genau, auch, dass man so Zugang schafft und dann auch mal mitbekommt, worum geht es hier eigentlich. Genau. Ja, das wäre schon schön. Und ich würde sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wir sind ja noch ein bisschen da. Ja. Ich würde gerne abschließen damit, dass was ist das, wo du sagst, oh, hätte das mir bloß jemand am Anfang gesagt, dann wäre mein Leben einfacher gewesen. Podcasten. Ja, und das zweite wäre dann, oh Gott, das war der größte Fehler, bloß nicht machen. Oh Gott, so extrem habe ich gar nicht gedacht. Also das erste Mal, hätte ich vorher wissen müssen? Oder wie war das? Ja, was hättest du das vorher gewusst, wäre dein Leben einfacher gewesen? Vielleicht gibt es das gar nicht. Einfacher gewesen. Ja. Also, oder das Podcast-Leben. Also alles, was ich irgendwie finde an KI und Automatisierung und was ich am Anfang noch nicht kannte und dann kennengelernt habe und was mir Zeitersparnis bringt, ich bin so froh. Also ich kann gar nicht sagen, wie viel Zeit es erspart. Also gerade dieses Thema Content-Maschine, das ist sehr echt. Cool. Also das, also keine Angst vor KI. Nee, also je früher ich irgendwas mitbekomme, was mir Arbeit abnimmt, desto freudiger bin ich. Und es war am Anfang wirklich, ich würde mal sagen, ich habe doppelt so viel Zeit gebraucht und es ist echt viel für jede Folge und jetzt brauche ich ungefähr. Also das war es ein. Und das andere war, wenn ich es vorher gewusst hätte? Ja, genau, was du quasi als Tipp geben würdest, mach das bloß nicht. Also wenn ihr euch entscheidet, einen Podcast zu machen, dann bleibt dran. Macht euch vorher, überlegt euch vorher, was es an Zeit, Energie und Aufwand kostet. Heilig bringt nichts. Wenn dann, also aus vollem ganzen Herzen und dann auch dranbleiben und dann darauf achten wirklich, dass auch die Tonqualität stimmt, dass die Konsistenz stimmt, das habe ich ja alles schon, dass die Technik passt. Und die Technik, da gibt es kein richtig und falsch, sondern wirklich je nachdem, was man selber vorhat. Also man braucht auch gar keine Technik. Also das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir werden auch ein Studio haben, da kann man auch einfach hingehen und dann sich das dort aufzeigen. Da muss man sich gar nichts kaufen. Dann kommt man an und mietet den Raum, da ist alles da. Also solche Lösungen gibt es auch schon. Da braucht man gar nichts. Man muss nur irgendwie für sich, glaube ich, einfach so mal angenehm wie möglich machen und nicht so viel nachdenken. Einfach machen und Fehler passieren einfach auch. Und das ist gar nicht so schlimm, wir sind alle Menschen, nicht so ins Detail denken, nicht so perfektionistisch sein. Natürlich mit einem gewissen Anspruch. Mein Lieblingsspruch zählt da einfach, just do it, einfach machen. Super, Sibylle, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir konnten ganz, ganz viel rausziehen. Und ja, Dankeschön. Vielen Dank.